Hallo bei Tool Protect. Ihr wisst, mein Team und ich, wir entwickeln Werkzeuge für maximalen Schutz von Mensch und Maschine, also für euch da draußen im professionellen Forst, Baumpflege, Gartenlandschaftsbau, kommunal und so weiter. Zur kommenden Forst Live 2020 in einigen Wochen stellen wir euch mindestens 3 neue interessante Produkte vor. Das ist der Halter P3 für schwere Fellsägen. Ich komme da noch dazu. Dann der Handsägehalter SH2, wir haben ihn schon mal vorgestellt, ganz kurz. Und ein absolut neuartiges Teil, eine Arbeitsbox für den Arbeitskorb. Und zwar, sie nennt sich Flexbox. Warum, zeige ich euch hier. Sie ist absolut unbreakable und hiermit für maximalen Schutz gegen Verletzungen bei Kontakt mit der Person. Hier montiert, wenn du bitte näher filmst, an unserem Arbeitskorbadapter. Mit einer P1, die Halterung für kleine Sägen. Ich komme dann noch im Detail dazu. Ganz kurz zum P3. Bewährtes System. Verlängert bis 65-75er Schwert. Kürzbar für die schweren Fellsägen. Krallenanschlag ist verlängert. Das heißt, wirklich top für die großen schweren Sägen. Und an der Rückseite noch gegen zu starkes Flattern verstärkt. Ein schönes Teil. Für so manchen Ritter unter euch, auch in Schwarz natürlich, wir werden den in 2 Farben bringen. Ganz optimales Teil habe ich mir schon sagen lassen, zum Beispiel für die 500i, wunderbares Teil, dann kürzbar, ich glaube, die wird mit 63er Schwert häufig ausgeliefert, eben dann gekürzt, aber natürlich genauso für Top Husqvarna, Fellsägen oder welche von anderen Herstellern. Kurz noch der Sägehalter SH2, ihr wisst, 4 Handsägen mit der bewährten Magnetaufnahme, um die Schneide zu entlasten und quasi den Halter zu schonen. Das ist jetzt schon die SH2 Pro in Orange. So wird sie auf den Markt kommen. Und wie gesagt, hier nochmal die Flexbox. Sie ist jetzt hier am werkzeuglos montierbaren Arbeitskorbadapter AKA montiert. Und zwar mit einem Halter P1. Ich zeige euch jetzt, wenn du bitte mit der Kamera mitkommst, die Montage im Arbeitskorb. Von hier bitte reinfilmen. Wir setzen den Arbeitskorbadapter an und können ihn ohne Werkzeug im Korb einschnappen, machen die ordentliche Ladegutsicherung über den oberen Korbrand und haben das Werkzeug hiermit im Korb gesichert verwahrt. Und wie ihr seht, können wir hier noch zum Beispiel eine Akkusäge optimal verstauen an einem Punkt. Wenn du bitte hier filmst. Die Flexbox, für was kann ich sie verwenden? Zum Beispiel für Wechselakkus. Bitte oben rein filmen. Sie hat relativ viel Stauraum. Sogar eine eigene Handyhalterung, eine flexible Handyhalterung, die mir quasi das Display schont, falls ich das möchte. Und ist nicht nur interessant, denke ich mir, für Forst- und Baumpflege, sondern für jeden Monteur, der quasi in der Höhenzugangstechnik arbeitet mit Akkuschraubern, Elektriker, vielleicht bis hin zum Maler. Wir wissen es noch nicht, wir freuen uns aber auf euer Feedback. Bis zur Messe.